Einen wunderschönen guten Tag aus dem etwas aufgeregten alten Lietz. Warum aufgeregt? Die Rennfahrer für jetzt Time Attack Lauf sind teilweise hier und schon Auto am Vorbereiten, machen, tun, aufladen, hier was, da was, dort was. Ich hatte deswegen ein bisschen Aufregung, aber läuft. Björn ist auch noch da, Auto sozusagen gerade in finaler Abstimmung. Zwei Autos heute rausgegeben und ja, ich war die Woche, wie ich es ja schon vorher angekündigt hatte, logischerweise nicht hier, also viel erzählen kann ich nicht, was hier gelaufen ist. Es soll aber recht ruhig gewesen sein, also keine großartigen besonderen Vorkommnisse. Und ja, die Schulung, also für die, die sich fragen, was wir da machen, Betriebswirt hatte ich ja schon mal kurz angesprochen, Betriebswirt, BFC in Nordheim, da hat es sogar einen Kunde, der macht es auch gerade, der ist ein bisschen weiter als wir. Grüße gehen raus an Matthias, der hat uns wohl gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ey, das ist super interessant. Das ist, ich habe da echt Spaß dran, finde ich gut. Die Lernbriefe zu bearbeiten ist ein bisschen müßig, aber vor Ort, das ist echt klasse. Dann verlieren wir auch nicht weiter Zeit, sondern legen los. Jo, zum letzten Workshop Wednesday mit dem Motorschadenvideo. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Tatsächlich nicht, aber okay. Vielleicht kann ich trotzdem weiterhelfen. Ja. Kevin B. fragt, interessantes und informatives Video. Gibt es bei beschädigten, / eingelaufenen Nockenwellenböcken noch eine Möglichkeit, diese zu reparieren? Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, sich einfach einen gebrauchten zu kaufen, aber mal angenommen, Geld spielt keine Rolle. Würde es noch Möglichkeiten geben, außer polieren? Ich wüsste nicht, was man machen soll, aber ich habe tatsächlich auch zu wenig Ahnung. Kann ich nicht beantworten. I don't know. Wenn es wirklich wichtig ist, E-Mail schreiben, kein Problem, dann kann der Jan da gerne sich zu äußern. Aber ich wüsste nicht, was man da machen soll. Keine Ahnung. Ja, Flipflop fragt dazu, bei dem platten Motor, wie kam der Wasserschaden zustande? Und hört man frühzeitig, wenn die Lager anfangen zu fressen? War das der Exocet-Motor oder welcher Motor war das? Ich weiß nicht, wessen Motor das war, leider. Steht da hinten komplett auseinandergenommen. Das war der mit dem abgerissenen Turbo. Ich weiß, welcher Motor das war. Zu heiß geworden ist der, soweit ich weiß. Wegen Überhitzung. In erster Linie war es Überhitzung. Ja, Jan meinte in dem Video, dass zuerst wohl Wasser gefehlt hat. Ja. Und er dadurch überhitzt hat. Und ja. Und dann war es eine Kettenreaktion. Beziehungsweise wahrscheinlich beides zusammen. Ich sage ja, es ist große Aufregung gerade. Ja. Und hört man frühzeitig, wenn die Lager anfangen zu fressen? Du hörst, wenn du was hörst, ist es zu spät. Das ist relativ einfach zu beantworten. Sobald du Lagergeräusche hörst, ist die Nummer schon gelaufen. Also dann hast du auf jeden Fall einen Schaden. Die Frage ist, wie groß ist der Schaden? Hat die Kurbelwelle davon schon irgendwie was davongetragen? Im Hoffnungsfall oder im Glücksfall natürlich nicht. Dann muss man sie maximal mal polieren. Aber wenn die dann schon entsprechend Riefen hat, dann kann es natürlich hingehen und erstmal auf ein nächstes Übermaß schleifen lassen. Brauchst dann entsprechend passende Lager und so, dass das Ganze vom Lagerspiel nachher wieder passend ist. Jo. Ja, also im Bestfall vorher Temperaturen beobachten. Ja, unbedingt. Und also wenn es anfängt, Geräusche zu machen, am besten sofort aufhören. Ja. Nicht noch irgendwie versuchen, eine Runde zu Ende zu fahren oder so, weil je länger du mit Geräuschen fährst, desto eher hast du richtig dann auch was kaputt gemacht. Und desto größer der Schaden. Jo. Also da geht es um Minuten bis Sekunden. Ja. Centerpeak fragt fürs nächste Q&A, weil es gerade um die Öltemperatur geht. Wo messt ihr die denn? An der Ölwanne, in Klammern Einschraubfühler für die Ablassschraube oder mit einem Zwischenadapter am Ölfilter? Und wisst ihr, ob es zwischen den beiden Messpunkten große Unterschiede gibt? Besten Dank und macht weiter so. Wir messen in 95% der Fälle unten an der Ölwanne. Hat einfach den Hintergrund, dass die Sandwichplatte, die wir benutzen mit dem Thermostat drin und so, für das Ölkühler-Kit keine Möglichkeit bietet, ohne weiteres da einen Sensor einzusetzen. Soll wohl Platten geben, die das grundsätzlich können, dann passt das aber wiederum nicht von den Anschlüssen an das, was wir benutzen. Alles nicht so einfach. Und Öltemperatur, wir machen das auch bei den Rennwegen so, dass wir die an der Ölablassraube abnehmen. Es hat Vor- und Nachteile. Vorteile ganz klar eben, da ist ein Platz frei. Wir haben sogar extra Ablassschrauben im Programm dafür, die so ein fertiges Sensorloch passend für diese typischen 1/8 Zoll NPT-Gewinde haben. Das heißt, entsprechend einfach ist das Ganze zu installieren.
Nachteil, du hast halt eine gewisse Trägheit da unten in diesem Ölsumpf. Das heißt, Änderung der Temperatur sieht man nur sehr langsam oder relativ langsam. Und der Ölsumpf da unten, der ist, sag ich mal, ein bisschen im Fahrtwind. Und auch der Sensor selbst hat je nach Fahrzeuggeneration und wie, sag ich mal, Verkleidungen sitzen, hast du dann auch den Sensor minimal da im Fahrtwind und entsprechend auch da eine leichte Verfälschung der Temperatur. Es geht ja auch nicht darum, dass man aufs Grad genau weiß, was da los ist, sondern du willst nur sehen, okay, Motor hat Temperatur, ich kann Gas geben, oder oh, Öltemperatur ist sehr, sehr hoch, ich sollte jetzt aufhören. Das ist ja in erster Linie das ganze Thema. Am Ölfilter hättest du, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, theoretisch eine höhere Temperatur. Also wenn du am Ölfilter misst, wirst du immer die höhere Temperatur haben. Und schneller. Und du siehst halt vor allen Dingen auch die Änderung sehr, sehr viel schneller, weil halt ein Ölstrom die ganze Zeit daran vorbeifließt. Das Problem, was ich daran sehe, ist halt zum Beispiel, wenn du das Auto gerade am Warmfahren bist, du siehst in der Ölwanne sehr genau, okay, das gesamte Öl ist jetzt auf Temperatur. Ja. Und nicht nur der Spot. Ja, ich sag mal... Ich meine, das... Es ist auch, ich sag... Das soll jetzt nicht falsch klingen, aber oft Leute, die, sag ich mal, gewisse Werte, Zahlen, die man eine Temperatur und einen Druck sonst wie irgendwo ablesen kann, wissen die nicht immer genau zu interpretieren oder es lassen sich vielleicht auch gern mal davon irgendwie dann verunsichern. Nicht ohne Grund geht man zum Beispiel in der Automobilindustrie oder generell bei Autos halt hin und macht diese Kühlwasseranzeige extrem träge. Die steht nämlich immer auf einem Punkt, es sei denn, es ist wirklich zu heiß, weil diese Schwankung die ganze Zeit, die normalerweise so ein Auto gerne macht, Leute dann verunsichert und ähnlich sehe ich das dann bei diesem Thema Öltemperatur messen. Ich würde dem größeren Teil der Kunden als eben Indiz, als so ein Richtwert, yo, Öl ist warm oder Öl ist irgendwie zu warm, jetzt muss ich aufhören, eben diese Ölwannenmethode empfehlen, weil eben dieses krasse Schwanken von der Temperatur jemanden, der das nicht deuten kann, eben verunsichern kann. Und dann, ja, bringt das nichts. Dann hat man natürlich nichts gewonnen in meinen Augen. Jo. Jan hatte ja bei dem Video aufgezählt, was man noch alles von dem Motor benutzen kann, war nicht viel. Fabian Gelitzendorfer sagt, kannst bei dem Motor auch noch den Block benutzen als dekorativen Wohnzimmertisch. Ja. Tim sagt, sehr interessantes Video, schade um den Motor. Frank Siemann sagt, dann lieber die günstige Low Boost PS mit Stockmotor. Neuer gebrauchter Motor für 500 Euro rein und gut ist. Ja, der Motor war ja schon mal geschmiert dann, und die Leistung hat der Kunde ja mal gehabt. Ich verstehe ja schon, dass er wieder dahin will. Macht ja Sinn. Ist halt jetzt doof. Ja, ärgerliche Investition, sage ich mal. Sowas hat ja keiner auf dem Schirm. Das plant man ja nicht. Das ist halt dumm gelaufen. Ja. Fabio, Fragen für das nächste Antwortvideo. Ich habe in meinem NA einen Sechsganggetriebe einzubauen, 4-1er-Diff. Was müsste ich dabei alles beachten? Passt der originale Neutralstellungsschalter, der Rückfahrschalter und die Tachowelle des Fünfgangs Plug and Play rein? Also den Geber für die Tachowelle, den kannst du einfach Plug and Play reinschrauben, das passt. Den muss man logischerweise vom alten Fünfganggetriebe übernehmen, anders geht's nicht. Rückfahrschalter und Neutralschalter, bin ich mir nicht sicher, ob man die vom Fünfgang auf Sechsgang übernehmen kann. Das weiß ich nicht. Im Zweifel nimm lieber, wir haben sie auch im Onlineshop hinterlegt, den Rückfahrschalter und Neutralschalter für Sechsganggetriebe. Da hast du 100% Sicherheit, dass das Ganze passt. Man muss nur einen Stecker, glaube ich, abändern, dass er am Ende des Tages richtig da drauf passt. Aber das ist es dann auch, weil das sind Schalter. Mehr machen die ja nicht. Ja. Und zweitens, ich habe das originale Momo-Lenkrad mit Airbag. Wenn ich jetzt auf ein Sportlenkrad ohne Airbag wechsle und ich wieder eins von Momo nehme, passt das auf die vorhandene Narbe und ist das eintragbar oder bräuchte ich dafür eine neue Narbe zwecks Airbag-Delete? Danke für die Antworten und macht weiter so. Also das Auto hat serienmäßig ein Airbag, dann brauchst du auf jeden Fall eine Rückrüstnarbe. Da haben wir diese Narbe von HKB für NAs mit serienmäßigem Airbag. Und dann passt das Momo-Lenkrad problemlos da drauf und dann kannst du es problemlos so einbauen und auch bei uns hier vor Ort eintragen lassen. Wie gesagt, mit den Teilen aus unserem Shop, kein Problem. Nochmal zurück zu der Frage mit dem Sechsganggetriebe, ob da noch was zu beachten ist. Ich weiß jetzt nicht, welches Baujahr der NA ist, ob das ein 1.6er, 1.8er ist, das wissen wir jetzt nicht. Frühe 1.6er NAs passt das nicht so ohne weiteres Plug and Play. Da muss meines Wissens nach die Kardanwelle getauscht werden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wegen kleinem Diff und so weiter hinten.
Ja, also das muss man da noch beachten. Wenn man einen 1,8er NA hat oder späten 1,6er NA, 90 PS, dann das Getriebe an sich passt ansonsten mit den vorhandenen Kardanwelle und so weiter Plug and Play. Also sobald man das große Differential hat, passt es an sich mechanisch Plug and Play. Wie gesagt, Besonderheit die Rückfahr- und Neutralschalter. Und natürlich brauchst du ja einen passenden Shifter. Entweder einen originalen für 6-Gang oder man geht eh schon hin und macht einen Short-Shifter rein. Bietet sich dann schon an. Würde sich anbieten, genau. Ja. Fabio fragt, die Bearbeitung vom Zylinderkopf würde mich sehr interessieren. Würdet ihr sagen, dass das auch selber machbar ist? Grundsätzlich ja. Also man kann selbst Zylinderköpfe bearbeiten. Ein bisschen Werkzeug ist da an der Stelle halt sinnvoll. Hab selbst sowas schon mal, als ich noch mich da am Mankel versucht habe, am RX-8 auch da mit Fräsen und so weiter an den Ports mich da versucht. Ergebnis ist gar nicht schlecht geworden, rein optisch, aber ich habe nie testen können, was das irgendwie gebracht hat, weil so weit bin ich nie gekommen. Dremel sagt dem einen oder anderen was, gibt es welche, vor allen Dingen mit so einer flexiblen Welle, das kann man dann vorne draufschrauben, hat dann nochmal so eine extra Verlängerung und das Ding am Ende ist etwas kompakter, wo man dann das Fräsfutter wie auch immer einspannt und dann lässt sich da echt schön mit arbeiten, aber wie gesagt, die Güte des Werkzeugs macht am Ende das Ergebnis und wie schön man das am Ende des Tages machen kann, aber es geht easy auch für privat zu Hause, ja. Weil viel braucht man nicht. Also solange es um die reine Zylinderkopfbearbeitung geht und nicht planen etc., ja. Da wird es schwierig. Ja, das kannst du vergessen und ich sag mal, es wird auch schon ein bisschen knifflig mit Ventile außen einbauen und so Geschichten, weil da brauchst du ja etwas, dass du halt vorspannen kannst, die Feder und so. Wir haben dafür so einen Apparat hier stehen, mit dem wir das machen. Sonst hättest du da halt ein Problem. Also je nachdem, was du am Kopf machen willst, brauchst du ab einem gewissen Punkt eben nochmal besseres, spezielleres Werkzeug. Ja. Peter P. Petersen fragt, hallo, was spricht bei dem Airbox Kit MX-5 NA1B für Serienmotor dagegen, den originalen Luftmassenmesser zu verwenden und in den Silikonschlauch zu setzen? Wäre es technisch möglich, so zu fahren, wenn man nicht direkt auf ein frei programmierbares Steuergerät umsteigen will? Gibt es für das Kit ein Gutachten für die Eintragung beim örtlichen Prüfer? Vielen Dank und liebe Grüße. Zur Frage mit dem Luftmassenmesser. Ich weiß nicht, ob man den Luftmassenmesser einfach so dazwischen setzen kann. Wenn du den Luftmassenmesser, dieses Gehäuse, so hast, dass du links und rechts davon einen Schlauch drauf schieben kannst, einen Schelle festmachen kannst, wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Ganz ehrlich. Zur Frage Gutachten. Nein, gibt's nicht. Wir machen das immer hier über eine Einzelabnahme mit Geräuschmessung. Weil ein Gutachten, das lohnt sich einfach nicht, diesen Aufwand zu betreiben, dann ein Gutachten zu machen. Aber hier vor Ort kriegt man das immer hin. Wir lassen immer den Prüfer das Ganze ansehen, erkennt diesen Umbau schon und macht dann halt eben jedes Mal eine Geräuschmessung. Das heißt, dann fahren wir da, haben wir so eine Stelle, wo wir dann immer fahren. Und dann wird es geprüft und wenn es leise genug ist, wird es eingetragen. Wenn das Auto nachher wegen irgendwas zu laut ist, können wir nichts machen. Das heißt zum Beispiel, ein zu lauter Auspuff ist schon irgendwie da. Semislicks sind bei so einer Messung unvorteilhaft, das ist dann auf jeden Fall etwas schwieriger im Grenzwert zu bleiben. Das macht echt viel aus, das darf man nicht unterschätzen. Aber wenn das alles passt, kriegt man es hier hin. Ja. Martin Horber fragt, hey alle zusammen, habt ihr eine Frage zu Felgen? Taugen 17 Zoll auf dem NB oder sollte man bei kleineren bleiben? Boah, 17 Zoll, also das ist ein bisschen hart, aber es geht gar nicht. Es gibt Leute, die machen das, denen gefällt es optisch, sei es drum. Aber rein vom Fahren Katastrophe, weil du hast einen super flachen Reifen, der einfach überhaupt nicht vernünftig arbeiten kann. Am besten fährt 15 Zoll. 16 Zoll kann nett aussehen, wenn es die richtige Felge ist und so, dann kann das auch ganz cool aussehen. Fährt dann halt aber wieder ein bisschen schlechter, weil flachere Reifen und 17 Zoll ist einfach gewichtstechnisch Mist. Es ist von der Fahrperformance Mist. Es ist kostentechnisch auch, glaube ich, 17 Zoll ist schon mal eine teure Felge und der Reifen für 17 Zoll ist auch nochmal teurer, weil so flacher Querschnitt und so. Also ich glaube, dann musst du irgendwie 195, 40, 17 oder 205, 40, 17 oder sowas fahren. Das ist Katastrophe, also kann ich überhaupt nicht empfehlen. Nee. Oder so, nee, sogar flacher, ich glaube sogar 35. Kann sein. Also boah, irgendwas. Irgendwas. Auf jeden Fall viel zu flach, ja. Viel zu ungemütlich. Oder was heißt ungemütlich, aber auch... Einfach, ja. Es sieht auch nicht aus auf dem Auto. Es sieht halt immer so aus wie so ein Matchbox-Auto. Ja, wem es gefällt, um Gottes Willen, soll man machen, aber hier ist niemand davon, also niemand von uns Fan davon. Nee.
Sorry, man hört sich, ich bin ein bisschen erkältet. Also, wenn meine Stimme sich ein bisschen komisch, leicht nasal, wenn ich mich etwas komisch anhöre, dann ja, lag auf jeden Fall flach zwischendurch. Ah, Alter, ich war so kaputt, das kannst du dir nicht vorstellen. Schee. War richtig gut. Ja. Hectorite fragt: Moin, ich mal wieder. Ist ein Heckdiffusor mit Funktion für den MB/MBFL geplant? Gibt quasi nichts auf dem Markt und gefühlt ist das Heck vom NB ein Aero-Desaster. Habe keine Werte oder Zahlen dafür, aber es macht diesen Eindruck. Nö, nichts geplant. Einzige, was geplant ist, wie gesagt, sind die Flügel. Ja. Da ist der Kollege auch dran. Ja. Und Kühlung, wie ich jetzt mitbekommen habe die Woche, Kühlung und ja, vor allen Dingen NC-Kühlung. Ja. Das ein Thema, wo jetzt gearbeitet wird. Müsli-Riegel sagt, danke nochmal an Guido für seine Zeit am 10.10. Das Nadi-Lenkrad habe ich jetzt auch brav bestellt. Ich erinnere mich ans Telefonat. War echt nett. Viele interessante Fragen gestellt. Hatte aber was Cooles mit dem Auto vor, Stück für Stück. Und ja, natürlich, kein Problem, immer wieder gern. Jo. Frage fürs Q&A. Tim S. fragt, kann man bei den Terminen, an denen ihr auf einem Track seid, in Klammern zum Beispiel Bekanntgabe in Telegram, mitfahren oder darf man nur zu Besuch kommen? Man darf sich ganz normal da anmelden. Also wir sind halt nicht der Veranstalter. Ihr meldet euch beim Veranstalter an. Wenn der Plätze frei hat, dann könnt ihr das buchen. Ja. Warum sollte das nicht gehen? Also ich weiß nicht, ob er meint vielleicht, ob wir da Autos zum Testen vor Ort haben oder so. Das haben wir nicht. Nein, wir fahren nur für uns selbst. Im Normalfall nicht, nein. Es kann natürlich sein, dass im Laufe der Zeit, wenn die Vorführautos wieder fitter sind. Ja, aber dann werden wir, ja. Dass man da halt. Dann muss man halt dann mal gucken, dass man mitfahren kann und so, weil selbstfahren ist dann halt ein bisschen schwierig. Also muss man wahrscheinlich nicht, aber mitfahren. Ja, und sonst aber, wie gesagt, wer da dann auch hin möchte und sagt, hey, geil, ich möchte auch fahren auf der Strecke, dann zum Veranstalter und anmelden. Kein Problem. Wenn Plätze frei sind, warum nicht? Der Pillemanerator fragt, ich fahre euer Rotrex-Kit im 1.6er NA, Fünfgang und offenes Diff vom Werk. Ich kenne die Übersetzung leider nicht, aber die Gänge sind gefühlt sehr lang, bis der Rotrex in den richtigen Leistungsbereich kommt. Macht es Sinn, eine andere Übersetzung zu fahren, um etwas mehr Biss in die Sache zu bringen? Sechsgang, anderes Diff? Wie alt ist der NA? Steht auch nicht. 1.6er, 5-Gang, offenes Diff. Ja, das könnte halt früh oder spät sein. Also es ist entweder, wenn es ein früher NA ist, ist es eine 4.3er-Übersetzung. Wenn es ein später NA ist, ist es eine 4.1er-Übersetzung. 6-Gang. Weil das Diff, was du hast, noch kürzer übersetzen, das ist kostentechnisch einfach. Da kannst du auch 6-Gang-Getriebe nehmen für den Preis und hast dann halt ein 6-Gang-Getriebe, was halt auch ganz geil ist. Vor allen Dingen hast du dann halt den 6. Gang, trotzdem immer noch von der Übersetzung nicht viel zu kurz, dass du dann landstraßentechnisch genervt bist, dann durch die Gegend zu fahren, was du bei 5-Gang mit kürzerem Diff aber hättest. Das ist halt der Punkt. Du hast beim 6-Gang ist der 5. Gang die gleiche Übersetzung wie beim 5-Gang der 4. Gang, die sind identisch und dann mit dem 6. Gang, der 6. Gang vom 6. Gang müsste ein Müh kürzer sein als der 5. Gang vom 5-Gang-Getriebe. Und wenn du halt einfach Stiff kürzer machst, dann hast du mit dem 5-Gang-Getriebe auf der Landstraße im 5. Gang, da bist du halt einfach echt am Drehen. Das hast du mit dem anderen Getriebe nicht, mit dem 6-Gang-Getriebe. Deswegen wäre das meine Empfehlung. Und dann ist es einfach schöner abgestuft, du hast eine kürzere Zwischenübersetzung und dann hast du den Rotrex halt immer am Leben und dann fährt das geil. Handy ist weggesteckt, wir sind fertig. Meine Stimme ist es auch, höre ich gerade. Bisschen kratzig. Ich huste jetzt nicht hier in das Mikro rein, das will keiner hören. Ich schon. Du machst es schon. also ich bin am. Wir sind wieder normal da. Nico Hahn ist normal im Büro, ich bin normal im Büro. Hoffentlich am Montag auch wieder richtig fit, 100% gesund und nicht so wie jetzt gerade. Das heißt, du bist nicht am Wochenende in der Eifel? Nein, ich bin nicht in der Eifel. Nee. Weil dann wird es am Montag definitiv wieder so klingen. Nee. Also dann, danke für die Fragen und bis zum nächsten Mal. Ciao.